Jo Leute, heute wollte ich mich ja mal ein bisschen mit dem Waffenlabor beschäftigen, was ich jetzt auch ein bisschen umgelegt habe hier, weil ich wollte das Hauptquartier ein bisschen nach hinten legen, weil mir das hier vorne zu ungesichert stand, genau. Und ja, deswegen habe ich hier ein bisschen was umgesetzt und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Boom Beach und wir sammeln hier auch kurz erstmal unsere Sachen ganz casual ein und gucken dann mal hier, einer fehlt noch. Ja, ich habe jetzt in letzter Zeit aber noch ein bisschen gekämpft. Lol, was ist hier los? Ja, ach so, Megakrebs-Event ist wieder, ne? Das mache ich aber nicht, weil ich da keinen Bock habe. Ja, hier habe ich wieder irgendein Dorf verloren, das nervt immer in letzter Zeit, hier habe ich mir wieder ein bisschen zurückgeholt. Ach, jetzt ist es wieder vorbei. Lol. Naja, war mir egal. Okay, auf jeden Fall habe ich so ein bisschen jetzt auch wieder gekämpft und mir ein bisschen Siegespunkte geholt und bla. Und ja, ansonsten ist auch nicht allzu viel passiert. Also ich habe jetzt irgendwie 11 Tage oder so nicht aufgenommen. Oder? Ja, müssten 11 Tage sein. Und ja, also bin jetzt mittlerweile Level 41. Wir standen ja letztes Mal kurz davor. Ja, aber ansonsten. Ach so, ich habe jetzt ein bisschen hier geupdatet auch wieder. Ne? Kanonen sind jetzt alle Level 10. Dann so ein paar Sachen gemacht, ne? Also, ich versuche jetzt auch in letzter Zeit ein bisschen noch immer Steine zu kriegen in U-Booten und bla. Das ist immer alles ein bisschen kompliziert. Da immer ordentlich auf den Stand zu kommen. Aber ich denke mal, das werden wir auch noch irgendwie einpendeln, dass wir da immer ja so ein gewisses Maß an Rohstoffen haben und dann hier alles ordentlich updaten können. Irgendwann will ich schließlich auch auf Hauptquartier 16 gehen. Aber das dauert, denke ich, noch. Also ich lasse mir da ein bisschen Zeit noch, denke ich. Und wir gucken jetzt erstmal uns das Waffenlabor an. Ich habe schon einige Teile gesammelt. Gut, ist jetzt auch noch nicht so viel. Könnte ich mir zum Beispiel schon diesen Schockblaster bauen? Nicht genug Prototypmodule. Und die hier gehen noch nicht, weil ich das Waffenlabor noch nicht verbessert habe. Ach so. Ja. Ich kann noch nichts bauen, ne? Hier hätte ich wieder die 3 Schrauben. Aber wieder zu wenig davon. Oh Mann, Alter. Das ist echt dumm. Und die kriegt man ja nur bei Kämpfen, ne? Zwischendurch mal. So, aber ich kann mich ja schon mal informieren. Was macht denn der? Feuert Schockgeschosse in hoher Geschwindigkeit ab, fügt schweren Schaden zu und lähmt das Ziel. Also kann ich die mir quasi für die Soldaten kaufen? Oder was? Dass die dann tragen? Oder stelle ich die dann hier einfach irgendwo hin? Ich weiß es nicht. Kann ich dann vielleicht irgendwie so 3 Stück einsetzen? Und muss dann halt so ähnlich hier wie bei dem Bildhauer immer gucken, wie viele ich davon einsetze. Ja, ich habe ja jetzt hier auch ein bisschen Zeug. Übrigens, ich guck mal ganz kurz. Genau, hier Statue zerlegen geht auch. Und lagern geht aber auch. Also ich könnte die jetzt quasi hier lagern. Da haben wir hier eine Statue drin. Informationen. Hä? Aha, jetzt kann ich wieder eine kaufen. Und was ist jetzt hier? Ach, da steht jetzt drinne. Und produziert er dann trotzdem mehr Stein? Das wird mich mal interessieren. Vor allem, ich habe ja immer noch Holzproduktion hier vorne, ne? Ich glaube, es wäre besser, wenn man mal ein bisschen Steinproduktion hier machen kann. Die kann ich da abbauen. So, zerlegen. Und da setzen wir die andere hier ein. Oh, Perfektionist. Lol. Kann ich mir gleich meinen Erfolg abholen. Einsetzen. Und die kommt dorthin. Und haben jetzt endlich mal mehr Steinproduktion. Ja, da habe ich ja gerade noch davon gesprochen, dass wir da immer so ein bisschen ein Ungleichgewicht haben. Aber plus 21%, also das bringt schon viel. Ich hoffe mal, dass wir da jetzt ordentlich was kriegen, immer an Steinen. Wäre ziemlich cool. Und ich meine, die Götze, die wir da hatten, die bringt ja echt nichts. Ist ja wirklich so. So, zerlege 30 Statuen. Ach so, lol. Naja, nehme ich mir mit. 300 ist das nächste. Und ich habe natürlich bei Google Play auch wieder was erreicht. Plus 500 XP. Perfekt. Ja. So, aber ansonsten, so updaten kann ich ja hier zurzeit wenig, ne? Ja.
Also mit dem Waffenlabor muss ich mich irgendwann nochmal auseinandersetzen. Es hat auch mega viel gekostet, als ich das gebaut habe, by the way. Also das ist dann wahrscheinlich erst, wenn man ein bisschen mehr hat, also ein bisschen einfach fortgeschrittener ist im Spiel. Dann kann man das erst ordentlich benutzen. So, nehmen wir hier mal alles mit. Die Kisten noch. Ja, ansonsten gibt es aber nicht allzu viel zu tun zurzeit. Ich könnte jetzt ja nochmal Dr. Terror angreifen oder so. Ja, oder die Steinbasis hier, die wollte ich nochmal angreifen. Die konnte ich vorhin nicht angreifen, weil der Typ online war. Ja, die kann ich ja mal ganz kurz noch angreifen. Komm, für die Folge. Obwohl, wir sind schon mal 5 Minuten 48, Alter. Na komm, kriegen wir noch hin. So, haben wir mal wieder eine längere Folge. Es kam jetzt auch schon wieder ein bisschen eine Weile keine Folge. Dann machen wir das ja nochmal ganz kurz. So, Hauptziel der Folge soll aber immer noch, oder Hauptschwerpunkt der Folge soll aber immer noch das andere sein, was wir vorher gemacht haben. Das wird also dann auch im Titel stehen, genau. So. Ja, und ich hoffe mal, wir kriegen die Ressourcenbasis. Ich habe mir das natürlich im Voraus schon mal angeguckt, wie es hier so aussieht, ob wir es schaffen können. Oh Mann, ich hätte auf den Raketenwerfer erstmal schießen müssen. Mach ich mal eine Bombe hin. So. Ja, das ist jetzt ein bisschen ungünstig. Komm, lauft mal alle in das Medikit, bitte. So, jetzt gehst du erstmal down. Und da holen wir uns noch den Stützpunkt und dann sind wir eigentlich durch. Dann kriegen wir auch ein paar Steinchen. Aber das ist ja fast nichts. So. Alter, so viele Verluste gehabt. Was haben wir denn hier alles? Alter, wir haben ziemlich gut verbessert eigentlich. Steinbruch Level 3, okay. Geht noch. Aber ansonsten haben wir doch hier eigentlich eine ganz gute Arbeit geleistet, ne? Und ich hoffe mal, dass die uns nicht wieder geklaut wird oder so. Fände ich nicht so cool. Ach so, man kann auch hier das über die Minen machen und die ist einfach Level 21, als ob. Lol. So. Okay. Ja, keine Ahnung. Ich überlege mir da mal offscreen vielleicht was, wie ich die umsetzen kann. Aber ansonsten lassen wir es erstmal und freuen uns. Genau. Wir haben jetzt endlich wieder eine Chance auf ordentlich Steine. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Da bin ich mal gespannt, was wir da machen. Vielleicht mache ich ja schon nächste Folge wieder so ein COC-Special. Das könnten wir echt mal wieder machen, weil hat man jetzt schon wieder länger nicht, ne? Wie schnell die Zeit auch immer vergeht. Ja, ich würde sagen, das wär's. Also haut rein und wir sehen uns dann morgen wieder in einem anderen Video. Ciao.